finden uns im Ausstellungsraum Stoffe zur Heilung im alchemistischen Laboratorium. Alchemistische Arzneimittel waren im 18. Jahrhundert weit verbreitet und spielten auch hier am Hallischen Waisenhaus eine wichtige Rolle. Zu dieser Zeit gab es hier zwei pharmazeutische Einrichtungen, die Waisenhausapotheke und die Medikamentenexpedition. Der Waisenhausapotheke kam die bedeutende Funktion zu, die Anstaltsangehörigen mit Arzneimitteln zu versorgen. Es konnten aber auch externe Personen in der Waisenhausapotheke Arzneimittel erwerben. In den Laboren der Medikamentenexpedition wiederum wurden hauseigene Waisenhausarzneimittel entwickelt. Und diese wurden in großem Umfang hergestellt und bis in alle Welt versendet, bis nach Nordamerika und Indien. Für die Alchemie war der Ofen ein ganz zentraler Ort, denn für viele Arbeitsschritte wurde Hitze benötigt. Die Destillation gehörte zu den wichtigsten Laborverfahren der Alchemie. Hier sehen wir einen Destillationsapparat aus dem 17. Jahrhundert aus Kupfer, der uns freundlicherweise als Leihgabe vom Deutschen Apothekenmuseum Heidelberg zur Verfügung gestellt wurde. Auch solche Retorten aus Glas, wie man im Hintergrund sieht, wurden für die Destillation verwendet. Diese stammen aus dem 18. Jahrhundert und wurden uns vom Städtischen Museum Halberstadt zur Verfügung gestellt. Eine Ausstellungsvitrine widmet sich alchemistischen Handschriften der Medikamentenexpedition und Arzneigefäßen sowie Gefäßen, in denen Ausgangsstoffe für die alchemistische Laborarbeit aufbewahrt wurden. Es befindet sich unter den Schriftstücken eine Rezeptur der Essentia Dulcis, die das berühmteste Waisenhausmedikament im 18. Jahrhundert darstellte. Es handelte sich um eine Goldtinktur auf Grundlage einer alchemistischen Rezeptur. Die Essentia Dulcis hatte ein so breites Wirkungsspektrum, dass man schon von einer Universalarznei sprechen konnte. Ein wichtiger Aspekt, der in unserer Ausstellung präsentiert wird, ist, dass auch Frauen maßgeblich die Alchemiegeschichte mitprägten, was heute häufig weniger bekannt ist. Wir zeigen in der Ausstellung eine Schrift der Alchemistin Dorothea Juliana Wallich, die um 1700 in Weimar lebte und auf ihrem Gebiet herausragende Leistungen erbrachte. Im Bestand der Frankischen Stiftungen in der Historischen Bibliothek befinden sich mehrere solcher Schriften von Alchemistinnen, die die Zeit überdauert haben.